Im Hoyerswerder Lausitzbad sollen jetzt einheitliche und transparente Regelungen für das Vereins- und Schulschwimmen erarbeitet werden. Dazu wird das Bad gemeinsam mit der Stadt und dem Sportbund Lausitzer Seenland eine Arbeitsgruppe bilden, hat der Aufsichtsrat beschlossen. Dies geschieht in Reaktion auf die Kritik der FSG Medizin, die sich benachteiligt sieht und dies in einem offenen Brief jüngst angeprangert hatte. Die Vorschläge der Sportgemeinschaft sowie der anderer Vereine und der Schulen werden dabei in die Planung mit einbezogen, informiert Bürgermeister Thomas Delling. Im Dezember sollen erste Festlegungen getroffen werden.